Hallo, es geht weiter mit Monster Hunter Generations Ultimate. Und zwar werden wir uns dieses Mal eine neue Waffe machen. Ich will die auch gleich hier machen, weil warum nicht? Also in der Aufnahme. Und zwar machen wir uns eine Lanze. Die hätte ich sowieso allgemein gerne, auch mal gegen sowas wie Diablos und was weiß ich was. So habe ich mir da überlegt, die hier zu machen. Hier diese Low-Rank Sirigios Waffe, die wir da aber gleich verbessern werden. Hoffe ich. Und wir stellen sie einfach mal her. Und wir rüsten sie natürlich auch gleich aus. Jetzt schauen wir mal, wie es aussieht. Hier, wir können sie verbessern. Perfekt. Ich hatte gerade Angst gehabt, weil es hier grau war. Hier Stufe 3 ist noch nicht möglich. Aber ja, ganz schön teuer der Spaß, um ehrlich zu sein. Aber nur Low-Rank-Sachen. Warum mache ich das jetzt? Wir haben eine Menge Flügelkrallen. Und boom. Und leider können wir sie nicht nochmal verbessern. Dann wird sie wohl doch nur 150 Schaden haben, aber es ist auch nicht schlecht mit 5 Affinität und blauer Schärfe. Aber sobald wir ein Rathalos Rückmark haben, was ja auch nur Loring ist, was ich dann noch holen werde, werden wir die auch nochmal verbessern können. Und dann haben wir eine ziemlich gute Lanze. Ist auch schön. Gut. Jetzt muss ich noch schauen wegen Skills. Und dann sind wir ja schon bereit für die nächste Quest. Und zwar habe ich mir gedacht, hey, lass uns den Tezucabra machen. Stil, und zwar sollen wir Gilden, wir können auch Schläger, ich weiß nicht, was der Unterschied ist, ich nehme einfach mal Gildenstil, Heilschild, bei der mit einem Balsam versehen wird, beim Blocken eines Angriffs spritzt der Balsam nach allen Zeiten weg. Oh, das ist ja cool, aber will ich jetzt nicht unbedingt machen. Korkenzieherstoß ist, glaube ich, ganz cool, ich tue ihn einfach mal rein. Wir werden ja mal sehen, wie die so sind, aber jetzt würde ich sagen, let's go. Wir sind hier und zum Vernichten. Und zwar einen ganz bestimmten Kollegen zu vernichten. Den da. Oh ja. Gut. Außerdem Nahkampf. Wir brauchen keine Schwert- und Schildöle jetzt. Und jetzt muss ich natürlich auch erst in die kleine in die Steuerung reinkommen. Weil die. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Lanze gespielt habe. Im Monster Hunter Double Cross Let's Play, glaube ich. Da hab ich ja, ich glaube, die Lanze von Lao Shanlong gemacht. Bin mir aber unsicher. So, wir müssen nach unten. Wahrscheinlich zu dem Standardort. Wir haben immer noch keine Dämonenmittel, sollte ich mal mitbringen. Vor allem, da die Monster jetzt anscheinend ein bisschen länger überleben, aber wer weiß, mit neuen Waffen ist es vielleicht auch nicht mehr so. Ich möchte jetzt aber erstmal schauen, wie die Waffe so ist mit dem Gilden-Style. Und dann wechseln wir später noch auf einen anderen Style, also in anderen Folgen. Und ja, ich bin gespannt. So. Gebiet 3. Komm her. Tezuka. Oh, und Renoblos auch. Eigentlich brauche ich die. Eigentlich brauche ich die. Ja. Na gut. Puff. So macht man das, okay. Oh, ach ja, hier gibt es ja diesen starken Angriff. Oh, okay. Ich habe schon so halbwegs. Ich weiß schon, was ich ungefähr machen kann. Ich spiele Lanze sehr, sehr gerne in Monster Hunter World. Darum bin ich gespannt, was ich hier damit anfangen kann. Oh, verdammt. Das gefällt mir nicht. Oh Gott, der Boden wackelt. Oh, das war fies. Der Boden hat gewackelt. Ich konnte nichts machen. Ich will hier weg. Mann, jetzt sind auch die Renoblos tot. Das ist ein bisschen doof. Der Typ hier ist auch sehr gefährlich, weil sein Stein kann ganz schön reinhauen vom Schaden. Ganz, ganz brutal. Aber wir dürfen uns einfach nicht davon erwischen lassen. Einfach gesagt. Mann, dieser dritte Angriff, der ist ein bisschen komisch. Und den muss man sich gewöhnen, weil dann der braucht länger. Aua. Der braucht einfach länger. Und das ist total ungewohnt. Der haut aber bestimmt auch viel mehr Damage rein. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass die so, dass die Lanze einfach so nerven. Das ist etwas doof. Ich weiß nicht, wo ich bocken soll. Okay, easy. Bleib mal still. Okay, nach vorne ist auch so ein extra Move. Ich will hier weg. Oh! Gute Entscheidung. Mann, wie viele Steine noch? Bleib mal ruhig! Du Scheiße, du. Oh. Easy.
Ah, Counter-Style, perfekt. Oh. Okay. Easy. Ha! Wir blocken das einfach weg. Aua, Auto auch nicht. Och nee. Ah, okay, wir könnten sterben. Es kann sein, dass ich jetzt verwirrt bin. Oder auch nicht. Easy, easy, easy. Leck mich, du Pisser. Leck mich. Nee, das kann, der kann mich mal kreuzweißen. Ich bin hier weg. Ich futter einfach ein bisschen. Ja, man sieht. Neue Waffe. Nicht ganz so easy. Es ist, man ist nicht ganz vom Blocken her wie in World. Und ich muss mich echt an diesen einen Move gewöhnen. Also den dritten Schlag. Weil der ist echt, also der ist nach hinten versetzt. Okay, da ist er weg. Na gut. Kollege, du musst sterben. Ach, und der trifft auch öfters, okay. Oder ist nur der, wo nach vorne geht? Der nach vorne geht. Ja gut. Hier, von den Kollegen brauchen wir auch noch Zeug. Ich weiß nicht, ich glaube, es war kein Skalp. Ich glaube, wir brauchen einen Rückenpanzer. Genau. 5 Stück auch noch für ein Großschwert. Für dieses Larinov-Großschwert. Ist, ja. Ich weiß nicht, wie gut es im Endeffekt sein wird, aber so wie wir es verbessern kann, scheint es ganz okay zu sein. Wow. Huh. Alter, blöde Frosch hier. Oh. Ja, haut auch die ganze Zeit seine scheiß Steine raus. Etwas nervig. Alter, der Move soll auch echt viel Damage machen. Der da. Und der soll in dem Spiel sehr stark sein. Aua. Und Drecksack. Boom, boom und Fatz. Oh, wir haben unseren Korkenzieher. Testen wir ihn. Das war daneben. Oder auch nicht. Stein kaputt gemacht. Easy. Ah, Mann. Dieser scheiß Move ist viel zu langsam. Der. Ah, Mann. Viel zu langsam. Okay, was macht der? Hat er einen Stein geholt oder? Und boom. Sehr komisch. Ja, er bewegt sich. Er hüpft ganz doof rum. Hör auf, du Frosch. Ich kann das gerade überhaupt nicht. Ich hänge auch immer an ihm fest. Etwas nervig. Aber ja. Ich darf halt. Wenn ich nicht weiß, was der Gegner macht, darf ich den dritten Angriff nicht machen. Hallo? Kamera? Und. Oh. Okay, okay. Außerdem sollte ich den Angriff auch nicht vergessen. Das soll nämlich gut sein, wie gesagt. Und was kenne ich, weiß ich noch? Was weiß ich noch? Ich meine, ich weiß nicht, ob es hier noch so einen extra Counter gibt. In World gibt es den ja. Aber ich glaube, das ist hier allerhöchstens so ein Skill. Ach verdammt, voll daneben. Voll daneben, ey. Naja. Ein bisschen langsamer als erwartet. Ich will gar nicht wissen, wie Gundance ist. Wenn das hier schon langsamer ist als erwartet. Oh Mann. Boom. Oh ne, Falle. Boom. Und tschüss, Opfer. Oh, es kommt her. Ich werde diese auch noch schärfen, weil dann kommt er wahrscheinlich. Ja, natürlich, er springt rüber. Was habe ich erwartet? Lass mich in Ruhe. Du Stück Dreck, du. Moment, ich habe sogar geschärft. Oder war das durchs Rollen? Hm. Komm her, komm her. Geh hier rein. Komm schon. Komm zu mir, meine Katzen. Easy. Und jetzt auf die Fresse. Dein zweites Horn. Machen wir auch noch kaputt. Obergeil. Und. Ich frage mich, ob der Angriff mehr Schaden macht, wenn wir ihn aus der Entfernung machen.
Au. Ja, ich stelle mich nicht perfekt an. Definitiv nicht. Aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. Vor allem, wenn wir dann noch die anderen Styles testen. Ich weiß ja nicht, was wir noch so alles haben. So, komm her, du Scheißer. Du und deine blöden Steinchen. Ich weiß, die sind vielleicht ganz cool und so, aber nein. Oh, Mann. Wenn ich sowas nicht treffe, ist es ganz schön traurig. Oh, Boden wackelt. Boom, boom und Fatz! Ja, eine Schwachstelle. Oh, der Tezukaba, den hätte ich auch nichts dagegen, wenn der in den zukünftigen Monster Hunter Spielen auch dabei ist. Der ist ganz cool eigentlich. Hast du es bald? Ganz ruhig, du Stück Dreck. Nein, das haut ab. Mann, ey. Na gut. Der ist ganz cool. Ich mag das Design von dem. Und es macht mir immer noch Spaß, gegen ihn zu spielen. Obwohl ich schon mehrfach... Der war doch schon im Monster Hunter 4 Ultimate, ja? Ich habe schon mehrfach seine Rüstung gefarmt. Ich finde ihn trotzdem immer noch ganz cool. Nicht so cool wie der Königsnotrat, aber trotzdem. Jo. Was machst du denn? Ja, ganz ruhig. Sonst gibt's auf die Fresse. Boom. Fatz, Fatz und Ratata. Oh, man kann auch nach dem dritten Angriff keinen Counter machen, was echt traurig ist. Frag mich, ob dieser dritte Angriff... Moment. Ist dieser dritte Angriff nur im Gildenstyle? Weil wenn er im Schlägerstyle nicht da ist, das wäre obergeil. Das wäre ja, dann würde ich auf jeden Fall Schlägerstyle spielen. Obwohl, es ist halt die Frage, ob der Counter dabei ist, weil der ist unglaublich wichtig, meiner Meinung nach. Und ja, wir wissen auch noch gar nicht, was die anderen, also der blaue Style zum Beispiel hat. Ich kann mir auch den Counter-Style gar nicht vorstellen, so wirklich. Weil ich meine, wäre eine ganz komische Evade Lens. Ich bin mir da nicht so sicher. Oh, umgeflogen. Oh, schauen wir mal. Bau, bau, bio, boom, bio, bau, bau. Oh, shit. Den letzten Angriff nicht erwischt. Das ist, glaube ich, der wichtigste. Ah, fuck, ich habe gerade absolutes Ausweichen gehämmert, aber dieser dritte Angriff ist so unglaublich langsam. Dass das einfach nicht ging. Oh. Oje. Oje! Leck mich! Boom! Und der Korkenzieher! Ich glaube, der ist echt stärker, wenn man ihn noch so Entfernung macht. Weil es gibt Moves, die werden stärker bei sowas. Ich kann mich noch daran erinnern, dass der Hunti mal Lanze gespielt hatte. Und ich glaube, bei dem war das so. Also, der hatte irgendwie einen Move, der da stärker wird. Ich bin mir aber nicht mal ganz sicher. Hä? Hä, wie habe ich das jetzt gemacht? Habe ich? Nee. War das nur ein Counter? Ich bin noch etwas verwirrt. Etwas, ein klein wenig. So, und weiter geht's. Er ist schon am Humpeln. Von der Zeit her ganz okay, wenn wir mal überlegen, dass ich so 2 Minuten ungefähr am Anfang für Waffe machen verschwendet habe. Dann ist das, glaube ich, ganz okay. Man kann es tolerieren. Oh. Aua. Easy. Tschüss, du Opfer. Easy. Beastie. Ja, Mann. So, von dem brauchen wir auch noch Zeug für unsere Morph-Axt. Die übrigens kein Element hat, da habe ich mich vertan. Ich dachte, die hat ein Element, ein Wasserelement. Hat sie aber nicht. Aber nicht so schlimm, die ist trotzdem ganz cool, weil es eine Morph-Axt ist. Morph-Axt, ja, schöne Waffen. Ich habe irgendwie so für Langschwert... Der einzige Grund, warum ich kein großer Langschwert von... kein großer Fan von Langschwert bin. Normalerweise ist einfach nur, weil die online halt total nervig sind. Aber eigentlich habe ich einen wunden Spot für Langschwert und Morph-Axt, weil es in Monster Hunter Try Waffen waren, die man erst freischalten musste.
Okay. Aber dann haben wir das geschafft mit der neuen Waffe. Wuhu. Die wir natürlich auch noch verbessern müssen. Und dafür brauche ich einen Rathalos. Wir werden sehen. Beziehungsweise, ich glaube, das war auch wirklich nur ein Low-Rank-Rathalos. Dann sollte es ja super easy sein. So. Mal schauen, ob jetzt irgendjemand was Neues will. Beziehungsweise, ob wir zum Beispiel den Königs-Dutroth freigeschaltet haben. Beziehungsweise, nö, niemand will was. Okay, ist okay. Ist okay. Wir schauen noch kurz nach unserer Waffe. Dann beende ich auch gleich die Folge. Und ja, abonnieren und so nicht vergessen. Ja, ja. Genauso wie in der Beschreibung nach dem Discord-Server schauen. Und joinen, ja. Hier. Ah, wir brauchen noch einen Rückenpanzer, wirklich. Aber die Affinität geht runter. Aber 180 Angriff ist nicht schlecht. 180 mit 15%. Ich würde schätzen, dass wir dann ungefähr 170 Schaden machen im Durchschnitt. Echt nicht schlecht. Die Waffe haben wir auch noch, die könnten wir ja auch noch verbessern. Und das hier ist diese eine Waffe, über die ich geredet habe, mit dem Rhinoblos Rückenpanzer. Als nächstes, wenn ich dran denke, werde ich aber erstmal noch diese Waffe einmal verbessern. Dafür brauche ich halt das Rückenmark, aber das kann ich ja offline farmen, wenn es wirklich vom Low Rank ist. Das kann ich ohne Aufnahme fahren, meine ich. Dann haben wir die hier auch noch verbessert. Und dann können wir immer noch weiter schauen. Ja, ich meine, Schwert und Schild will ich sowieso verbessern, nur dafür brauchen wir halt einen blöden Low-Rank Teostra. Na gut. Egal, ich beende jetzt aber die Folge und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.